Seit 4 Jahren ist Goga Ashkenazi die Besitzerin der Marke Vionnet, obwohl sie eigentlich aus der Ölbranche stammt. Die 34-jährige kasachische Multimillionärin hat sich mit dem Kauf des historischen französischen Modelabels einen Traum erfüllt. Ich wollte nie meine eigene Marke gründen, sondern Teil von etwas Größerem sein. Ich habe mir zunächst andere Häuser angeschaut, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Vionnet zum Verkauf stand. Aber als ich hörte, dass sie interessiert waren, habe ich sofort zugegriffen. An einem Tag war der Deal perfekt. Mit einem Team aus 4 Designern versucht die Unternehmerin, der 103 Jahre alten Marke zum Glanz vergangener Zeiten zu verhelfen. Seit Januar 2014 arbeitet auch der britisch-türkische Designer Hüseyin Çalayan im Namen des Hauses. Ich würde nicht für jede Marke designen. Aber dieses Label hat ein Erbe, das so viele Leute beeinflusst hat. Jeder Modestudent beschäftigt sich mit Vionnet. Für mich war es ehrlich gesagt eine Ehre, Teil dieses Projekts zu sein. Eine Ehre, aber auch eine besondere Herausforderung. Mir geht es nicht um eine Wiederbelebung der Marke. Davon gibt es zu viele. Mich interessiert die Sprache des Labels. Ich frage mich, was es uns heute sagen würde. Im Zusammenhang damit, wie die Frauen heute leben. Und mit dem Ziel, zeitlose und aussagekräftige Kreationen zu machen. Madeleine Vionnet wurde 1876 geboren. Sie galt als Meisterin der Eleganz und des perfekten Schnitts. Eine Tradition, die das Designerteam fortsetzen will. Vionnet im Jahr 2015, das sind fließende lange Kleider im griechisch-römischen Stil und die dazu passenden modernen Sandalen. Der griechische Einfluss ist unverkennbar. Das ist es, was Madeleine Vionnet unter anderem auszeichnete. Wir wollten eine Art griechische Göttin kreieren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Madeleine Vionnet bekannt für ihre drapierten Stoffe und dafür, das Korsett abgeschafft zu haben. In ihren Kreationen konnte man sich bewegen. Das war eine Revolution und fast ein feministischer Akt. Und ich glaube, die aktuelle Linie geht in die gleiche befreiende Richtung. Es geht weniger darum, den Körper einer Frau zu zeigen, als den Körper Bewegungsfreiheit zu geben. Vionnet ist jedoch nicht das einzige historische Modelabel in der aktuellen Pariser Prêt-à-porter-Saison. Das Modehaus Courrèges startet zurzeit ein Comeback mit 2 jungen Designern. Rochard feiert mit seiner neuen Kollektion den 80. Geburtstag der Marke. Und auch das Modehaus Guy Laroche lebt 26 Jahre nach dem Tod des gleichnamigen Designers weiter. Ich habe im Archiv recherchiert und mich von einigen Kleidern und Details inspirieren lassen. Aber eine Referenz einfach nur zu übernehmen, ist für mich die falsche Methode. Guy Laroche hätte das auch nicht gemacht. Er hätte nach vorne geschaut. Warum die Fashion-Industrie immer mehr auf neue Mode mit alten Namen setzt? Dafür gibt es gute Gründe. Eine existierende Marke hat bereits einen Namen. Wenn man ohne einen bekannten Namen anfängt, hat man einen weiten Weg vor sich. Heute ist das sehr schwierig. Es gibt einfach zu viele Designer und der Markt ist ausgeschöpft. Wenn man aus einem alten Modehaus eine Weltmarke macht, hat man sie für 20 Millionen gekauft und in 10 Jahren ist sie 500 Millionen wert. Doch der Kauf eines Modehauses ist auch eine Investition mit Risiko. Modehäuser können heute nur dann erfolgreich überleben, wenn sie noch immer etwas zu sagen haben. Aber ich denke, bei Vionnet ist das der Fall. Vionnet steht für Qualität, für Eleganz und eine bestimmte Haltung von Frauen, die sehr modern ist. Goga Ashkenazi hat jedenfalls viel vor mit ihrer Marke. Wir eröffnen gerade unsere Pariser Boutique, am Ende des Monats New York und Tokio. In London sind wir auf der Suche. Wir sind dabei, ein Parfum zu entwickeln, Sonnenbrillen, eine Linie für Babys und vieles mehr. Jetzt muss die neue Kollektion nur noch gekauft werden. Und dann kann aus dem fast vergessenen Modehaus Vionnet wieder eine Marke mit Zukunft werden.